Dankeschön. Wir sind mittlerweile in Milan bei unserer Airbnb-Wohnung angekommen und haben gerade eben noch den Bus vom Flughafen hierher genommen. Richtig cool, also der Flug ging echt schnell vorbei. Ich saß witzigerweise ganz hinten im Flugzeug, Chris saß ganz weit vorne und wir haben sogar noch jemanden kennengelernt da und sowas. Also unsere Reise fängt auf jeden Fall schon mal richtig cool an und jetzt müssen wir nur noch in die Wohnung reinkommen und dann entdecken wir mal die Stadt so ein bisschen. Unser Airbnb-Host, wir sind ein bisschen zu früh gewesen und Miss Rita ist in one minute here, hat er geschrieben. Bin gespannt. Very happy. Yeah. But don't even, Germany is very cold. Losgelaufen von unserer Airbnb-Bude und sind jetzt ziemlich am Central-Platz angekommen. Guck mal, was so tourismusmäßig alles los ist, bevor wir dann weiter in Richtung Park gehen. Dort ist eine Aussichtsplattform, die ab 15 Uhr aufmacht. Hoffentlich schaffen wir es noch, da überhaupt einen Platz zu finden heute. Was? Irgendwie nicht erlaubt und wir wurden voll angeschissen von so einem alten Opa. Da sind wir ganz schön abgehauen. Wir gehen jetzt gleich weiter, wollen was essen. Wir haben echt Hunger, wir haben irgendwie nichts gegessen, wir sind nur im Film. Und mal schauen, wo es uns hin versteckt, ne? Kommt mal mit. Den ganzen Tag hier durch die Gegend gelaufen und sind mega fertig von diesem krass heißen Wetter. Jetzt wollen wir uns noch schnell was zu essen suchen, haben uns noch kurz frisch gemacht und ja, dann mal gucken, was wir heute Abend noch so erleben. Wir wollten noch mal was essen gehen. Aber das Restaurant, in das wir jetzt wollen, ist sehr beliebt anscheinend von den Locals. Wir haben unseren Platz reservieren lassen und wir warten jetzt 10 Minuten, dass wir da rein dürfen. Okay. Hey, wollen wir die Bilder? Geile Schokolade. Oh, erstmal haben wir gerade eine richtig geile italienische Pizza gegessen. Also bei mir persönlich muss ich echt sagen, es war, glaube ich, die beste Pizza, die ich je gegessen habe. Und dann haben wir uns gerade noch mit einer richtig süßen Eisverkäuferin ein Eis geholt. Und also ich muss sagen, hier in Italien, die Pizza ist wirklich besser als in Deutschland und das Eis auch. Wir hatten schon so ein bisschen die Sorge, wo wir vorhin unterwegs waren, dass die Leute hier irgendwie ein bisschen unfreundlich sind.
aber jetzt hat sich herausgestellt, hier laufen doch ganz viele Leute rum und so, Mailand gefällt uns auf jeden Fall immer besser. Das ist das hässlichste Auto der ganzen Welt. Cheers. Cheers. Inside a little oscilloscope. Okay. You can modulate the sound. Just moving the potentiometer. Modulated the sound. It sounds like mandolin from the hell. Wie kann ein Auto so hässlich sein? Niemand mag dieses Auto. Wir haben jetzt schon zwei gesehen, weißt du? In Deutschland habe ich nicht eins gesehen. Ja? Ja. 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 Ja.